Ja, im Moment muss man ganz oft ungewöhnliche Wege gehen, um ans Ziel zu kommen. So auch, wenn es darum geht, Menschen zu finden oder zu suchen. Und deswegen bin ich jetzt mit Yvonne verabredet. Hallo Yvonne. Hallo Julia. Hallo. Yvonne, du hast mir ja geschrieben, wir hätten uns jetzt ja eigentlich treffen sollen in diesen Tagen, am liebsten persönlich. Das ist jetzt nicht möglich. Aber du hast mir ja vor kurzem geschrieben, dass du deine Geschwister suchst. Warum ist dir das so wichtig? Also ich bin auf der Suche nach meinen Halbgeschwistern. Ich habe keine Familie mehr soweit und bin auf der Suche nach ihnen, um da eventuell nochmal familiäre Bande zu knüpfen. Wie kommt es, dass du ohne deine Geschwister aufgewachsen bist und was weißt du darüber? Ich wurde als Baby, also gleich kurz nach der Geburt, wurde ich von meiner Mutter weggegeben und wurde dann von meinem Onkel und meiner Tante adoptiert. Bei Onkel Horst und Tante Ricarda erlebt Yvonne eine glückliche Kindheit. Der Kontakt zur leiblichen Mutter bricht ab. Aber Yvonne erfährt, dass sie noch drei Geschwister hat. Es existiert sogar noch ein altes Foto der Mutter mit zwei ihrer Schwestern. Seit ihre geliebten Adoptiveltern verstorben sind, wächst Yvonnes Sehnsucht nach ihren Geschwistern Tag für Tag. Wie geht's dir, wenn wir da jetzt so drüber sprechen? Man denkt, wissen die Geschwister eigentlich, dass es mich gibt? Das ist immer so eine Frage, die mich beschäftigt. Was hat meine leibliche Mutter denen erzählt? Hat die überhaupt über mich gesprochen? Wollen sie Kontakt zu mir? Das ist alles, was mich sehr beschäftigt. Wie wäre das aber für dich, wenn ich schaffen würde, ein oder mehrere Geschwister zu finden und wenn dir ein Bruder oder eine Schwester sagen würde, ich will dich in meinem Leben haben, ich freue mich, dass du mich gesucht hast und mein Herz ist offen für dich. Das wäre dann der glücklichste Moment wieder mal mit in meinem Leben, muss ich sagen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Yvonne, ich habe ja dadurch, dass du mir geschrieben hast, schon einiges an Informationen gehabt. Und wir sprechen jetzt gerade, weil ich dir was Wichtiges sagen muss. Ich habe nach deinen Geschwistern gesucht. Und was bei meiner Suche rausgekommen ist, dazu möchte ich dir jetzt gern was zeigen. Ja. Okay, bist du bereit dazu? Ja. Nein. Ja. Okay. Einige Wochen zuvor. Ich bin auf dem Weg nach Wüstenrot in Baden-Württemberg. Von den drei gesuchten Geschwistern konnte ich zu einer Schwester etwas herausfinden. Diana Gläske soll eine jüngere Schwester sein und hier wohnen. Ich hoffe sehr, dass ich richtig bin. Das ist schon mal das erste gute Zeichen, da steht ein Auto. Hoffentlich ist da jemand. Diana ahnt nicht, dass ich gerade auf dem Weg zu ihr bin. Da steht sie, Diana Gläske. Sind Sie die Diana Gläske? Hallo. Hallo. Julia Leischig. Darf ich Sie fragen, sind Sie eine geborene Patzer? Ja. Ja? Oh Gott, keinen Schreck kriegen. Hallo. Wird die Überraschung jetzt noch größer? Ich habe hier nämlich ein Foto mit. Dürfte ich wissen, erkennen Sie da vielleicht Ihre Mama drauf oder gar sich selber? Nee, mich selber nicht, aber das ist meine Mutti. Ja? Ja. Ja, wie Sie merken, ich weiß ein bisschen was über Sie und bin hier, weil es jemanden gibt, der sehr nach Ihnen sucht. Aus Ihrer Vergangenheit sozusagen. Okay. Meinen Sie, wir können da in Ruhe drüber sprechen? Gerne, ja. Ja? Ja. Okay, ja. Alles klar, danke schön. Ich habe Sie gefunden. Vielen Dank. Das ist deine Schwester. Schön. Und wir haben uns dann unterhalten. Schau mal. Diana, es geht um deine Schwester Yvonne. Die sucht dich um deine Geschwister. Was sagst du dazu, wenn du das hörst? Das erstaunt mich, dass sie mich sucht. Weil ich immer gedacht habe, sie ist gestorben. Du bist davon ausgegangen, dass sie tot ist? Ja. Wie kann das sein? Warum ist es so? Weil die Mutti sie nie erwähnt hat oder so. Also ich habe gewusst, dass ich noch eine Schwester habe. Aber da nie drüber gesprochen worden ist. Also es ist nie über Yvonne gesprochen worden. Nee, deiner Schwester geht's gut, aber die hat
eine große Frage in ihrem Leben. Was ist mit meinen Geschwistern? Wow. Ja, wow. Löst es was in dir aus? Ja, viele Gedanken halt. Erstmal gute Nachricht. Ja. Schön, das freut mich. Diana, wie geht's deinen Geschwistern? Auch denen geht's gut. Christine ist jetzt 39, die wohnt in Thüringen, hat ihre eigene Familie. Und mein Bruder wohnt in Sachsen-Anhalt. Der hat auch eine ganz tolle, liebe Lebensgefährtin. Wir sehen uns zwar nicht viel, aber wenn es brennt, sind wir füreinander da. Ich würde dir gerne noch mal das Foto geben. Du hast dich selber nicht erkannt. Nee, ich habe keine Kinderfotos von mir. Danke. Das heißt, du siehst dich zum ersten Mal als Baby? Ja. Wie geht's dir gerade? Ich bin traurig. Es ist gut, dass Yvonne euch sucht. Ja, es ist super. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Diana, wie ist denn deine Kindheit verlaufen? Die war sehr schwer. Ich bin auch immer heim groß geworden und mit 17 dann in eine eigene Wohnung und habe die Ausbildung zur Pflegefachkraft gemacht. Erzähl mir doch ein bisschen, wie du jetzt lebst. Ja, ich bin nach der Ausbildung vor 16 Jahren nach Baden-Württemberg gezogen, nach Wüstenrot. Und lebe jetzt seit 10 Jahren mit Erik hier im Haus. Der wird jetzt 14. Ja, wir haben noch einen Hund und eine Katze, zwei Katzen. Ja, Erik und ich sind ein eingespieltes Team. Ja, genau. So wie ich Yvonnes Geschichte verstehe, glaube ich, fühlt sie sich einfach jetzt mehr und mehr allein. Die ist herzlich willkommen bei mir. Ja? Ja, klar. Es berührt dich. Ich sehr, klar. Bist du neugierig auf deine Schwester? Na klar. Ich würde gerne ein Bild, wie sie aussieht. Ich habe dir natürlich eins mitgebracht. Ach. Da ist deine Schwester jetzt. Super. Also ich finde, sie sieht Christine voll ähnlich. Wow. Sie wird überglücklich sein, wenn sie hört, dass ich dich gefunden habe. Hallo Yvonne. Ich finde es schön, dass du auf der Suche nach mir und nach unseren Geschwistern bist. Du bist herzlich willkommen in meiner Familie und ich denke auch bei Christine und Thomas sofort. Herzlich willkommen. Ich freue mich total auf dich. Und dich endlich kennenzulernen. Und deine Familie. Wie geht's? Sehr berührt. Ja. Oh. Bist du gerade glücklich? Sehr glücklich. Muss ich erstmal verarbeiten. Jetzt passiert das Ganze ja natürlich auch in dieser sehr seltsamen Zeit. Und normalerweise würde ich sagen, komm mit, da draußen steht deine Schwester. Und dann wird sie in den Arm nehmen. Ja. Das ist jetzt heute so nicht möglich. Aber ich habe hier trotzdem noch eine Überraschung für dich. Schau mal. Das ist Diana, deine Hallo. Schwester. Hallo Diana. Hallo Yvonne. Ja. Schön, dich zu sehen. Das freut mich auch sehr. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ganz schön schwierig gerade, ne? Oh, ja. Ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen, Diana. Und ich glaube, deine Schwester würde dich auch wahnsinnig gern einfach in den Arm nehmen. Ja. Ich glaube, das wollten wir alle gerne. Ja. Was wäre euer größter Wunsch, Yvonne? Dass wir uns bald sehen können. Ja, auf jeden Fall. Also du bist herzlich bei uns willkommen. Hier bei uns auch. Bei uns allen. Danke. Mit Mann und Hund. Mit Mann und Hund. Ich glaube aber, eins ist ganz wichtig. Ihr wisst jetzt voneinander und ja, es kommt hoffentlich ganz bald der Tag, wo ihr euch so ganz in echt drücken könnt und wo ihr zusammenwachsen könnt als Familie. Ich glaube, da ist viel Gesprächsbedarf. Ja. Ich muss euch, denke ich mal, auch viel erzählen und erklären. Und ja, genau. Und ich möchte ganz bald ein Foto von euch beiden, wo ihr euch so richtig drückt. Versprecht ihr mir das? Ja, auf jeden Fall.
Ich wünsche euch alles, alles Gute, von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute.